Es gibt mal wieder etwas Futter für alle, die wie ich absolut jeden Schnipsel und noch so kleine Info zum kommenden neuesten Mass Effect Teil begierig aufsaugen. Diesmal habe ich drei neue Concept Arts für euch, die vom kommenden Mass Effect stammen. Doch bevor wir beginnen, danke, dass du reinschaust. Wenn du mich unterstützen möchtest, bewerte das Video, schreibe was in die Kommentare und lass ein Abo da. Damit hilfst du mir wirklich sehr. Vielen Dank und nun viel Spaß mit diesem neuesten Mass Effect Video. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Commander, willkommen auf der New Power. Wir haben neue Informationen bezüglich der einen Sache, Sie wissen schon, Projekt 5. Okay, wir müssen noch eben was klären. Irgendwie muss man den neuesten Teil ja nennen. Wenn ich Mass Effect 5 sage, kreuzigen mich alle, weil Andromeda für viele ja kein Mass Effect ist. Wenn ich Teil 4 sage, dann wirft man mir vor, ich würde mir eine Fortsetzung der Reaper-Serie aus den Fingern saugen. Und wenn ich Andromeda 2 sage, na dann habe ich komplett verloren. Also nenne ich das Ganze ab sofort in jedem Video Projekt 5. Und zwar so lange, bis der richtige Titel vorliegt. Ich hoffe, wir können uns darauf einigen. Jetzt aber zu den Concept Arts. Die stammen aus dem Buch BioWare Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, das vor kurzem erschienen ist. In diesem Buch geht es um die Geschichte des Studios, aber natürlich auch um die Menschen, die dort arbeiten bzw. gearbeitet haben, sowie natürlich ganz klar um die vielen Projekte des Studios. Sowohl realisierte als auch nicht realisierte. Zu allem gibt's natürlich viele Infos, Bilder und Zeichnungen. Falls dich das Buch interessiert, Link ist in der Beschreibung. Zu den noch nicht realisierten Projekten gehört sicher der kommende Mass Effect Teil, Projekt 5. Hier nun zu den Concept Arts aus dem Buch. Insgesamt haben wir drei Bilder, die wir uns nun anschauen und ein wenig analysieren werden. Leider sind die nicht besonders toll von der Qualität. Je nachdem, was schneller kommt, meine Kindle-Version, die am 15.12. verfügbar sein soll, oder eben irgendjemand, der das Buch schon hat und ordentliche Fotos ins Netz stellt, werde ich unter diesem Video Links zu besseren Varianten der Bilder nachliefern. Auf dem ersten Bild sehen wir eine ziemlich trübe Welt mit extrem heftigen Bäumen. Es sieht irgendwie sumpfig aus. Links erkennen wir wieder das Schiff, das wir bereits auf dem ersten Concept Art aus der Ankündigung sehen konnten. Davor steht ein humanoid wirkender Typ, der eine Gruppe von ebenfalls humanoid aussehender Typen hinterherzuschauen scheint. So wie es aussieht, tragen alle Helme, was darauf hindeuten könnte, dass die Atmosphäre für die Gruppe dort nicht sonderlich gesund ist. Die Gruppe bewegt sich auf eine riesige Luke im Boden zu, die offen steht. Wir sehen, dass im Schacht bzw. in dem Raum unter der Luke jemand ganz offenbar das Licht angelassen hat. Die Szene wirkt nicht gerade so, als würde es sich hier um unsere Basis oder sowas handeln. Ich denke mal, dass hier gerade etwas erkundet wird. Vielleicht eine alte, aber hochmoderne Alien-Basis. Das zweite Concept Art dürfte jetzt bei manchen Freude und bei manchen Trauer auslösen, denn viele werden nun angesichts der Türme sofort an Andromeda denken und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es ein Hinweis darauf sein könnte, dass Projekt 5 im Andromeda-System spielen könnte. Aber Commander, darf ich Sie daran erinnern, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen? Anstatt zu spekulieren, schauen wir uns doch mal an, was wir hier sehen. Auf dem ersten Blick fallen natürlich die beiden mega großen Türme auf. Im Hintergrund erkennen wir weitere Megastrukturen, die von der Größe nochmal deutlich größer ausfallen dürften. Wir erkennen Raumschiffe, die auf die Türme zufliegen. Der Planet, auf dem sich das alles abspielt, könnte derselbe sein wie auf dem vorangegangenen Concept Art. Wir sehen viele Bäume, ja Wälder, großflächige Wassergebiete, aber auch abseits der Megastrukturen deutliche Zeichen für eine Zivilisation. Rechts unten neben dem linken Turm befindet sich eine brückenähnliche Konstruktion. Könnten Rohre, Gänge oder tatsächlich eine Brücke mit Gebäuden sein. Es ist wirklich schwer, die Größe einzuschätzen. Auf dem dritten Concept Art sehen wir etwas, was nun jeden freuen dürfte. Hier entsteht ganz offenbar ein neues Masseportal. Die Bezeichnung ist MR7. Selbst wenn die Vermutung stimmen würde, dass wir erneut in das Andromeda-System zurückkehren, muss es nicht bedeuten, dass wir dort auch ausschließlich unterwegs sind. Mit der neuen Reisefreiheit könnte man ganz neue Bereiche erreichen und damit auch ganz neue Geschichten erzählen. Was sehen wir noch? Darunter erstreckt sich erneut derselbe Planet.
gut zu erkennen an dem ziemlich trüben Wetter. Unten links sehen wir etwas Waldgebiet. Durch die Portalöffnung hindurch können wir auf dem Planeten eine Struktur ausmachen. Außerdem sind drei Schiffe gleicher Bauweise, aber anderer Bauweise als die auf dem vorangegangenen Bild auszumachen. Neben diesen drei Bildern gibt es auch noch eine kleine Info, die im Buch stehen soll, die ich aber nicht überprüfen konnte, deshalb erstmal unter Vorbehalt. Im Klappentext soll Folgendes stehen. Ein Veteranenteam arbeitet hart daran, das nächste große Mass Effect Spiel vorzustellen. Und? Erwarte erstaunliche neue Welten mit unvergesslichen Charakteren, die von den typischen Entscheidungen und Konsequenzen der Serie getragen werden. Außerdem soll noch folgendes Zitat von Mike Gamble, dem Projektverantwortlichen, enthalten sein. Es gibt ein unglaubliches Universum voller Geschichte, aus dem wir schöpfen können, und viele weitere Geschichten, die wir erzählen können. Wir konzentrieren uns darauf, wirklich etwas für die Fans zu schaffen. Besonders der Satz, erwarte erstaunliche neue Welten mit unvergesslichen Charakteren, lässt mich annehmen, dass wir es nicht mit einem Andromeda 2 zu tun haben werden. Ich könnte mir aber immer noch gut vorstellen, dass der Start der Reise im Andromeda-System liegt. Auf jeden Fall wirkt es so, als wolle man sich wieder mehr Richtung Reaper-Trilogie orientieren, und das dürfte die meisten sicher freuen. Das war's, Commander. Ich hoffe, Ihnen einen guten Überblick verschafft zu haben. Sobald es weitere Informationen bezüglich Projekt 5 oder der Trilogie gibt, werde ich Sie über diesen Kanal umgehend kontaktieren. Vergessen Sie bitte nicht, die entsprechende Freigabe zu erteilen, indem Sie auf diesen Abo-Button dort unten klicken. Gute Reaper-Jagd!